Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Webinar. Heute der Brexit-Update Medizintechnik Teil 2. Wir hatten im Rahmen der Medica schon mal einen Teil 1 für Sie eingeschoben und heute geht es noch mal ausführlich in das Thema rein. Mein Name ist Kirsten Herrmann. Ich vertrete hier heute die Exportinitiative Gesundheitswirtschaft und werde Ihnen ganz kurz jetzt nur die Agenda vorstellen, bevor wir dann auch loslegen, weil wir in dieser Stunde wirklich viele Punkte abarbeiten wollen. Es wird beginnen mein Kollege Marc Lehnfeld, Direktor des GTI-Berichterstatterbüros London, mit einem Vortrag. Das Thema sehen Sie hier, trotz Brexit und Corona, der britische Medizintechnikmarkt wächst. Er wird Ihnen vor Ort in seinem Londoner Büro oder beziehungsweise im Homeoffice einfach kurz einen Einblick auch mal in die politische Situation aktuell geben und natürlich auch die Entwicklung auf dem Medizintechnikmarkt im Rahmen des Brexits, aber natürlich auch vor dem Hintergrund der Corona-Krise. Herr Lehnfeld ist seit 2019 GTI-Korrespondent und Leiter des Büros für die Marktbeobachtung in London. Er ist seit 2012, also 10 Jahre, 2010 bei Germany Trade and Invest, hatte dort erst begonnen in der Abteilung Investorenanwerbung und ist dann vor 5 Jahren in die Marktbeobachtung und direkt auch in das Korrespondentennetz gewechselt und war 4 Jahre dann in Helsinki für die Berichterstattung im skandinavischen Raum zuständig. Und dann im zweiten Teil gehen wir wirklich tiefer in das Thema rein. Brexit-Update, Medizintechnik, Zoll und Marktzugang. Meine Kollegin Stefanie Eich, Deputy Director Zoll bei Germany Trade Invest, wird das Thema übernehmen. Sie ist dort schon seit längerem unsere Expertin. Wird natürlich Ihnen jetzt vor allem dem aktuellen Stand, was müssen Sie beachten ab Januar, wenn Sie Waren einführen, Medizintechnikwaren in das Vereinigte Königreich, aber auch natürlich, wie soll der Marktzugang zukünftig geregelt werden. Auch das wird sie im zweiten Teil berühren. Frau Eich ist seit 3,5 Jahren bei Germany Trade and Invest im Bereich Zoll und bevor ihrer Tätigkeit dort war sie länger in der Politik tätig, zum Beispiel bei dem Europäischen Parlament in Brüssel. Und ganz kurz noch zur Exportinitiative Gesundheitswirtschaft für diejenigen, die noch nicht mit uns zu tun hatten. Wir wurden 2011 vom Bundeswirtschaftsministerium ins Leben gerufen, um die Branche bei ihren Internationalisierungsaktivitäten zu unterstützen und werden seitdem durch Germany Trade and Invest umgesetzt. Wir bieten vor allen Dingen Informationen für die Erschließung ausländischer Märkte, auch natürlich in enger Zusammenarbeit mit den GTI-Kollegen. Wir unterstützen Unternehmen der Branche bei der Vermarktung im Ausland und der Vernetzung mit politischen Partnern und potenziellen Partnern. Und ich war schon beim nächsten Punkt. Wir treten natürlich auch in den Dialog mit Entscheidungsträgern in wichtigen Exportmärkten für Sie. Das finden Sie alles kostenlos auf unserer Webseite www.exportinitiative-gesundheitswirtschaft.de. Die Informationen finden Sie aber auch noch am Ende. Und jetzt möchte ich Sie eigentlich auch nicht länger aufhalten und an meinen Kollegen Herrn Lehnfeld in London übergeben. Ja, okay. Perfekt. Genau, Sie sehen jetzt die Präsentation. Ja, gut. Ja, danke für deine kurze Vorstellung, Kirsten, und vielen Dank auch Ihnen für Ihr Interesse am Vereinigten Königreich. Also allein der Brexit zu Beginn dieses Jahres nimmt ja schon historische Maßstäbe an und mit der Coronavirus-Pandemie kann man also wirklich von einem Doppelschlag, hier spricht man immer vom Double Whammy auch sprechen, der zum einen eben halt die britische Gesellschaft und zum anderen eben auch die britische Wirtschaft sehr hart trifft. Und zwar härter als andere Länder. Und das ist auch die erste Nachricht, die ich Ihnen heute mitgeben möchte.
Ich werde für Sie dann kurz zusammenfassen, wo wir hier in der Gesundheitskrise auf der Insel auch stehen und wie sich die britische Wirtschaft durch diese also historische Wirtschaftskrise bewegt. Und in puncto Brexit wissen wir ja auch, ob mit oder ohne Deal, die Zollgrenze, die kommt auf jeden Fall. Und was das für die britische Seite bedeutet, das möchte ich Ihnen dann auch kurz zusammenfassen. Und dann nach viel, viel Ernüchterung möchte ich natürlich mal die Frage aufwerfen, lohnt sich eigentlich der ganze Aufwand noch, um den britischen Medizintechnikmarkt weiter zu bearbeiten oder eigentlich nicht mehr? Und die gute Nachricht ist aber natürlich, ja, es lohnt sich, weil der britische Medizintechnikmarkt wächst, sowohl bei den privaten Anbietern und eben auch im großen öffentlichen Gesundheitsdienst, also beim NHS. Insofern ist meine Message an Sie, halten Sie durch, es lohnt sich. Genau, fangen wir aber an bei der Gesundheitskrise. Also das Virus hat die Insel hier im März eigentlich erst relativ spät erreicht und trotzdem aber eben auch sehr hart getroffen, deutlich härter als andere Länder. Also hier über 60.000 Tote und auch eine deutliche Übersterblichkeit. Damit liegt das Königreich leider an der ersten Stelle, was die Todeszahlen in Europa angeht. Und das liegt daran, dass in der ersten Welle es eine Ausbreitung gab in Pflegeheimen, die erst sehr spät erkannt wurde. Und auch das Krisenmanagement der Regierung war hier sehr wechselhaft. Natürlich war die Regierung hier, wie auch viele anderen Regierung mit der Situation sehr überfordert. Die Testkapazitäten waren zu gering. Dann die Ausgangsbeschränkungen, die kamen auch verhältnismäßig spät. Und die Regierung hat auch bei der Beschaffung dann von Schutzausrüstung erst sehr spät auf die Möglichkeit da zurückgegriffen, zusammen mit der EU am gemeinsamen Beschaffungsprogramm teilzunehmen. Und das hat natürlich auch nochmal Zeit gekostet. Jetzt gerade lassen wir hier die zweite Ausbruchswelle hinter uns, auf die nochmal reagiert wurde im November mit einer Ausgangsbeschränkung für England. Und jetzt gehen auch die Infektionszahlen wieder zurück. Und seit Anfang Dezember gibt es ein Drei-Stufen-System. Und da sind zwar über alle Stufen hinweg die Geschäfte hier geöffnet, aber es gibt weiterhin auch eben Regionen in dieser höchsten Stufe, also vor allem im Norden Englands, also Manchester, Leicester, Birmingham, in den Privathaushalten, also in geschlossenen Räumen, auch keine haushaltsfremden Personen getroffen werden dürfen. Im Freien gilt dann in der höchsten Stufe die sogenannte Rule of Six. Da dürfen sich bis zu 6 Personen dann im öffentlichen Raum treffen. Und leider sorgt das gerade auch in der Weihnachtszeit dafür, dass zum Beispiel dann am vergangenen Samstagabend dann am Weihnachtsmarkt von Nottingham sich so viele Menschen getroffen haben, dass der dann auch geschlossen wurde bis zum Ende des Jahres, weil es einfach zu viele Menschen waren. Und ähnlich war das auch am Wochenende bei Harrods in London, wo sich da die Menschen dicht aneinander gedrängt haben. Und mittlerweile kann man sagen, also eigentlich gehen viele davon aus, dass es eine dritte Viruswelle im Januar nochmal geben wird. Ja, aber gibt es auch gute Nachrichten? Ja, die gibt es. Sie haben das ja auch höchstwahrscheinlich gehört. Also der BioNTech-Impfstoff, der wurde hier zugelassen als erster im ersten Land weltweit. Und heute Morgen hat tatsächlich auch die Massenimpfung begonnen mit einer 90-jährigen Dame aus Coventry. Das wurde natürlich heute Morgen medial stark betont und gestartet wird insgesamt diese Massenimpfung mit dem Gesundheits- und Pflegepersonal und mit den Risikogruppen. Und dazu gehört natürlich dann auch die Queen, die ja 94 Jahre alt ist. Und die große Frage ist auch derzeit, wird Buckingham Palace denn bekannt geben, ob sie sich impfen lässt oder eben nicht. Aber die Impfung der breiten Bevölkerung, muss man sagen, wird eigentlich nicht vor Ostern erwartet, also frühestens. Und deswegen gehen Experten auch davon aus, dass dieses Impfprogramm in der Breite dann erst im Laufe der zweiten Jahreshälfte wirkt und erst dann auch Gesellschaft und Wirtschaft richtig aufatmen können. Ja, und dann atmet eben auch die Wirtschaft wieder auf, denn die Wirtschaftskrise durch Corona ist hier auch tatsächlich der größte Wirtschaftseinbruch seit 3 Jahrhunderten. Im April, also im Monat der ersten Ausgangsbeschränkung hier, ist die Wirtschaftsleistung um ein Fünftel eingebrochen und hat sich auch im Jahresverlauf dann zwar schrittweise erholt, aber trotzdem liegt das BIP auch Ende September hier immer noch rund 8% unter dem Vorkrisenniveau vom Februar. Und wenn man diesen BIP-Einbruch vergleicht mit anderen Ländern, dann muss man sagen, dass UK so stark an Wirtschaftsleistungen verloren hat, wie auch kein anderes Land in der
Gruppe der G7. Jetzt nicht nur verglichen mit Deutschland, das ja relativ auch robust durch die Krise kommt, sondern auch mit anderen Ländern wie Frankreich oder Italien. Für Spanien wird ein ähnlich harter Einbruch erwartet wie in UK. Aber woran liegt das eigentlich? Warum ist UK so stark betroffen? Und das hat vor allem zwei Gründe. Zum einen ist eben die britische Wirtschaft sehr stark auf den Dienstleistungssektor ausgerichtet. Und das ist natürlich genau der Sektor, der besonders stark von den Ausgangsbeschränkungen getroffen wurde. Auch die ganzen Ladenschließungen, der deutliche Rückgang im Tourismus. Und gerade der Privatkonsum auch hier bildet eine wichtige Wachstumssäule in der britischen Wirtschaft. Und diese Wachstumssäule bröckelt natürlich in der Corona-Krise. Die OECD prognostiziert für dieses Jahr einen Einbruch im Privatkonsum von rund 15%. Und es befinden sich außerdem auch noch rund 9,6 Millionen britische Arbeitnehmer in staatlich finanzierter Kurzarbeit. Und wenn das Modell dann im nächsten Jahr ausläuft, dann wird auch schon erwartet, werden viele Unternehmen sich von ihren Mitarbeitern trennen müssen. Und die Prognose für die Arbeitslosigkeit, die liegt für 2021 bei 7,4% laut OECD. Und das würde in etwa auch einer Verdoppelung der Arbeitslosenquote gegenüber 2019 entsprechen. Also ein sehr harter Einschnitt auch nochmal. Und der zweite Grund für diesen starken BIP-Rückgang in diesem Jahr in die UK, der liegt natürlich auch im Brexit tatsächlich, weil eben viele Unternehmen nicht wissen, mit welchen Bedingungen sie im Außenhandel rechnen müssen. Und deswegen werden hier auch schon seit Jahren Investitionspläne verschoben. Und das sieht man zum Beispiel im Bereich Maschinen und Ausrüstung. Da lag das Investitionsniveau Ende des letzten Jahres ein Fünftel unter dem Niveau von 2017. Und ja, unter der großen Belastung jetzt noch der Corona-Krise in diesem Jahr, in dem eben viele Unternehmen auch ums Überleben kämpfen, ja, da ist an Investitionen nicht wirklich zu denken. Und deswegen werden auch die Bruttoanlageinvestitionen in diesem Jahr auch nochmal um rund 12% fallen. Und der Ausblick für 2021, der ist leider auch mit der entstehenden Zollgrenze dann nicht sehr positiv. Also im Dealfall rechnet hier die OECD mit einem BIP-Wachstum von 4,2%. Und wenn man sich mal anschaut, wie stark der Einbruch eigentlich in diesem Jahr ist, dann ist das wirklich eher sehr schwach. Und die Erholung von der Corona-Krise wird also bis nach 2022 andauern. Das sind natürlich auch alles positive Schätzungen. Und im No-Deal-Fall wiederum, also im härtesten Fall, da prognostiziert die EU-Kommission für UK einen BIP-Wachstum von nur 3,3%. Also doch mal ein ordentliches Stück schwächer. Aber noch viel einschneidender eigentlich gehen die Ökonomen dann davon aus, dass die britische Wirtschaft in einem No-Deal-Fall auch in 10 Jahren ein Wachstumspotenzial von rund 9% verlieren wird. Also sind die größten No-Deal-Folgen, wenn es denn dazu käme, dann eben vor allem die langfristigen. Ja, und mit Corona auf dem Buckel erwartet die britischen Firmen dann natürlich ab dem 01.01.2021 die Realität der Zollgrenze. Das bedeutet eben mit oder ohne Deal auf jeden Fall Sand im Getriebe des Außenhandels, muss man sagen. Und der besonders schadhafte Teil, der liegt jetzt schon in der schwachen Vorbereitung von Regierung und Unternehmen. Und ich denke, diese Grafik hier, die ist tatsächlich auch schon ein Jahr alt, aber die fasst das immer noch ganz gut zusammen. Also denkst du, die Briten werden eine harte oder eine weiche Landung haben? Naja, wenn man bedenkt, dass sie sich noch auf ein Design für den Fallschirm einigen müssen. Und das ist genau der Punkt, weil problematisch ist eben sehr stark auch, dass mit einem späten Deal oder eben auch gar keinem Deal jetzt wertvolle Zeit verstrichen ist, eben um sich auf diese Zollgrenze vorzubereiten. Und das liegt eben nicht nur an Corona natürlich, auch als besonders einschränkendem Faktor, weil viele Unternehmen sich im Moment, die kämpfen eher ums Überleben. Und da spielt tatsächlich die Zollgrenzevorbereitung erstmal einen nachrangigen Faktor. Aber man hört das auch von den großen deutschen Unternehmen, also jenseits von Corona. Die großen deutschen Unternehmen hier in UK, die haben eigentlich genug Kapazitäten. Für die ist auch das Thema Zollgrenze nicht neu. Und von denen hört man, wie schwierig diese Vorbereitungen sind auf den 01.01. Und da geht es um so Themen wie Sponsorship License bei der Mitarbeiterentsendung oder die genauen zollrechtlichen Anforderungen am
an den Warenverkehr dann zwischen Großbritannien und Nordirland oder allein dieser Themenkomplex Ursprungsregeln, der ja auch im Default käme. Das sind alles so Themen, die es extrem schwierig machen, damit sich große Unternehmen eben auch auf die Zollgrenze vorbereiten können. Und deswegen fehlt halt dieser Fallschirm, ja, aus dieser Grafik, also der halt eine weiche Landung eben ermöglichen würde. Und im Gespräch mit Unternehmen und Verbänden, gestern zum Beispiel habe ich mit dem Medizintechnikverband gesprochen, da redet man mittlerweile sehr offen darüber, dass man mit großen Problemen und Staus da an der Zollgrenze rechnet. Und die zentrale Frage in dieser ganzen Verhandlung um das Freihandelsabkommen ist eben, möchte jetzt die britische Regierung möglichst komfortablen Marktzugang zur EU per Freihandelsabkommen absichern und sich da eben auf der anderen Seite regulatorisch an die EU binden, oder möchte die britische Seite diese viel beschworene Rückeroberung nationaler Souveränität, die man ja immer wieder hört, möchte die britische Regierung das nutzen? Und in den letzten Wochen waren eigentlich die Beobachter insgesamt sehr, sehr positiv gestimmt, weil der sehr umstrittene Chefberater von Boris Johnson und Brexiteer Dominic Cummings hat ja die Downing Street verlassen. Und das deutete eben für viele darauf hin, dass der Einfluss dieses Brexiteer-Flügels auf diese Regierung schwindet. Aber auf der anderen Seite zeigt dann wieder das Beharren der Regierung auf der umstrittenen Internal Market Bill in puncto Nordirland, dass es eben da auf der britischen Seite auch wenig Kompromisse gibt insgesamt, also auch jenseits der Verhandlungen. Und diese Veränderung der Internal Market Bill, das ist natürlich auch eine rote Linie der EU. Und Common Sense ist hier mittlerweile eigentlich, dass die Entscheidung ganz allein von Boris Johnson getroffen wird. Das sieht man ja auch daran, dass er nach Brüssel reisen wird in dieser Woche. Und der britische Premier ist ja jetzt nicht bekannt für seine strategischen Winkelzüge, sondern eben vor allem für die medialen Schachzüge. Und deswegen ist es im Moment eigentlich wirklich schwer vorstellbar, wie Boris Johnson jetzt gerade aus dieser harten Haltung gegenüber der EU in puncto Fischfangquoten, Level Playing Field, wie will er da einen Deal verhandeln, der auf der anderen Seite eben halt auch die Brexiteers und damit seine Stammwählerschaft da gerecht werden kann. Also ist das eine ziemlich starke Sackgasse, in der er sich eigentlich befindet. Aber wichtig finde ich da immer auch zu betonen, dass der Brexit eben genau kein wirtschaftliches Projekt ist, aus dem man da eben glaubt, einen Wettbewerbsvorteil gewinnen zu können. Das ist ja immer so ein bisschen die Haltung in Kontinentaleuropa. Sondern der Brexit ist eben ein politisches Projekt. Und das ist ein gesellschaftliches Druckventil, bei dem eben die EU als Sündenbock herhalten muss. Aber da fehlt es eben an einer ökonomischen Logik beim Brexit. Und deswegen ist es da so schwer, sich zu einigen. Aber dieser politische Aspekt, der interessiert Sie ja vielleicht nicht primär, sondern es geht Ihnen natürlich auch ums Geschäft. Und jetzt stellen Sie sich wahrscheinlich nach so einem nüchternen Ausblick die Frage, ja, lohnt es sich für mich da überhaupt noch auf UK zu schauen? Und der Grund ist tatsächlich ja. Also trotz Brexit und Corona, also der britische Medizintechnikmarkt, der wächst. Und Sie sehen hier eine Marktprognose von Fitch Solutions und danach soll der britische Medizintechnikmarkt hier bis 2024 jährlich so im Schnitt um 3,5% pro Jahr wachsen. Und Sie sehen schon hier anhand des Marktvolumens in diesem Jahr, dass der Markt sehr stark zulegt auf über 10 Milliarden Pfund. Aber davon sollte man sich eigentlich nicht täuschen lassen. Das liegt eben vor allen Dingen an den gestiegenen Kosten hier für die medizinischen Verbrauchsgüter. Dahinter verbirgt sich natürlich vor allen Dingen die Schutzausrüstung für das Gesundheits- und Pflegepersonal. Und die Nachfrage war dann natürlich in diesem Jahr sehr hoch. Und das ist auch ein technisch starker Anstieg in diesem Jahr, weil einfach auch die Kosten sehr, sehr stark gestiegen sind dafür. Genau. Also wo sind die Sweet Spots im britischen Medizintechnikmarkt? Da liegt der eine dieser Spots zum Beispiel in der bildgebenden Diagnostik. Also Anfang Oktober 2020 wurde eine Untersuchung veröffentlicht vom NHS, die gezeigt hat, dass es ein sehr, sehr großes Defizit gibt bei der Früherkennung von Krankheiten, also zum Beispiel bei Krebs, bei Herz- oder Lungenkrankheiten. Und dafür sollen im Land jetzt hier neue Community Diagnostics Hubs entstehen. Und dafür wird eben gefordert, dass
zum Beispiel die Kapazitäten von CT-Scannern in den nächsten 5 Jahren auch verdoppelt werden. Und das ist auch das, wo hier die Verbände natürlich drauf schielen. Und außerdem ist natürlich durch die Corona-Krise und die Fokussierung jetzt des Gesundheitssystems auf die Notfälle auch ein sehr, sehr großer Terminstau entstanden, also zum Beispiel bei aufschiebbaren Operationen, zum Beispiel Hüftoperationen. Im Moment gibt es hier rund 111.000 Patienten, die schon seit 52 Wochen, also seit fast einem Jahr, auf ihre Behandlung warten. Und um gerade diesen Terminstau wieder abzuarbeiten, wird es nach Experteneinschätzung rund 5 Jahre dauern. Und gerade in dieser Zeit sind natürlich besonders solche Technologien gefragt, die zum Beispiel eine digitale Triage ermöglichen oder die Behandlungseffizienz erhöhen können. Zum Beispiel Lösungen wie Schnelldesinfektion von OPs oder von Behandlungsräumen. Ja, und auch die grundsätzlichen Rahmenbedingungen im Medizintechnikmarkt hier in UK sind eigentlich recht gut. Also die britische Regierung hatte auch schon im Wahlkampf im letzten Jahr im Herbst ganz klar auf den NHS abgezielt und da Milliardeninvestitionen versprochen. Die wurden auch jetzt im Herbst konkretisiert. Also bis 2030, also schon in 10 Jahren, muss man sagen, sollen 40 neue Krankenhäuser im gesamten Königreich hier entstehen. Und dafür nimmt die Regierung rund 3,7 Milliarden Pfund in die Hand. Und jetzt hier auch in der Krise hat sich deutlich gezeigt, wie wertvoll das E-Health-System auch ist, was der öffentliche Gesundheitssektor hier hat. Also da gab es natürlich einen regelrechten Boom dann bei Online-Sprechstunden. Es gibt halt auch schon die Möglichkeit, Patientendaten digital einzusehen. Es gibt eine zentrale NHS-App, mit der man Termine buchen kann. Und die grundsätzliche Infrastruktur, die ist schon sehr fortschrittlich und die wird natürlich jetzt in den nächsten Jahren auch weiter ausgebaut. Und in der Digitalisierung wird zum Beispiel auch eine stärkere Nutzung von künstlicher Intelligenz vorangetrieben. Und dass jetzt ausgerechnet Google, also die Google-Tochter DeepMind hier in UK, das Problem der Proteinfaltung gelöst hat mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, das zeigt natürlich auch einmal mehr, wie forschungsstark da die britische Branche ist und zeigt natürlich auch, wie attraktiv die Branche ist, um zum Beispiel gemeinsame Forschungsprojekte hier zu starten mit britischen Unternehmen. Und auf der anderen Seite gibt es eben aber auch natürlich Hürden, also nicht nur die Zollgrenze als solche, die natürlich den Export hier nach UK verteuert und verkompliziert. Aber der Medizintechnikverband zum Beispiel, der beschreibt selber die Beschaffung durch den NHS, also als eine noch größere Hürde als den Brexit eigentlich selbst. Und selbst für britische Firmen ist es unheimlich schwer, an diese große Organisation NHS zu verkaufen und da auch den Kunden für das eigene Produkt zu finden. Also sie brauchen da zum einen sehr, sehr gutes Netzwerk in den NHS hinein und dann eben auch viel Zeit dann, um ihr Produkt dann für den britischen Markt fit zu machen. Und dafür gibt es dann auch öffentliche Unterstützung, zum Beispiel die Academic Health Science Networks sind erste Ansprechpartner auch zum Beispiel für deutsche Exporteure, um diesen Bedarf mit dem NHS zu matchen. Aber da muss man auch realistisch sein. Dieser Prozess, der dauert sehr lange. Das können durchaus auch Jahre sein. Dann präferiert der NHS klinische Studien innerhalb der eigenen Organisation. Und dann geht es auch darum, die Leistung des eigenen Produkts für den NHS zuzuschneiden und auch dann ganz handfest nachweisen zu können, wie diese Investitionen eben dann ihr medizintechnisches Produkt dann auch dem Gesundheitssystem ganz praktisch weiterhelfen. Und das dann jenseits von Marketing. Aber das ist genau so ein Punkt, den wir auch aufgreifen wollen und sind da auch im Gespräch mit einem britischen Verband, mit dem wir dann im nächsten Frühjahr dann ein weiteres Webinar auch mit organisieren wollen, wo wir auf diesen Punkt näher eingehen können. Also wie verkaufe ich eigentlich an den NHS? Ja, also hoffe ich, dass Ihr Interesse für UK mindestens erhalten wurde, wenn nicht sogar gesteigert werden konnte, trotz Brexit. Aber für den Reality-Check, also die Frage, was jetzt ab dem 01.01.2021 an der Zollgrenze zu erwarten ist, das erklärt Ihnen jetzt meine Kollegin Stefanie Eich. Ja, vielen Dank, Marc, für den wirklich sehr erhellenden Vortrag. Einige Sachen waren da wirklich dabei, die mir so auch aus der Perspektive nicht bekannt waren. Ich hatte auch vergessen, Ihnen zu sagen, dass Sie natürlich Ihre Fragen stellen können, jederzeit über das Bedienpanel. Sie sind wahrscheinlich alle sowieso schon Webinar-Experten, weil ich habe schon Fragen erhalten. Wir werden dann die letzten 10 Minuten der Session heute
dafür nutzen, ihre Fragen zu beantworten. Und auch die Frage kommt auch immer. Natürlich erhalten Sie im Nachgang einen Link zur Aufzeichnung des Webinars. Und jetzt übergebe ich an Stefanie Eich. Vielen Dank. Ja, es ist jetzt nicht mehr lange bis zum Ende der Übergangsphase. Ab dem 1.1. gibt es eine Zollgrenze. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, natürlich vor allem auf der britischen Seite. Und darauf möchte ich heute den Schwerpunkt legen. Vielen Dank für Ihr Interesse und auch von meiner Seite noch einmal herzlich willkommen. Das sind unsere Themen heute. Wir haben zwei große Themenblöcke. Ich starte gleich mit dem Thema Zoll- und Wareneinfuhr, stelle Ihnen den neuen britischen Zolltarif vor, den 3-Stufen-Plan zur Einführung der Zollkontrollen. Das Ganze wird umgesetzt durch das Border Operating Model. Und im Moment bin ich relativ viel bei Webinaren unterwegs, bekomme auch ansonsten viele Anfragen und bestimmte Fragen tauchen dabei immer wieder auf. Das möchte ich aufgreifen und unter dem Stichwort gut zu wissen zum Schluss nochmal die häufigsten Fragen beantworten. Zweiter großer Themenblock wird dann sein Marktzugang, CE-Kennzeichnung und UKCA-Label. Was ändert sich und wann und was wissen wir überhaupt schon? Denn ganz vieles ist da leider noch unklar. Starten wir mit dem ersten Themenblock, Zoll- und Wareneinfuhr. Wir wissen, es gibt keine Verlängerung der Übergangsphase. Das heißt, ab dem 1.1. wird wirklich erstmal alles anders. Und zwar unabhängig davon, ob es ein Freihandelsabkommen gibt oder nicht. Und das ist wirklich ein großer Punkt, den man wissen muss. Es wird eine Zollgrenze geben, wie eben mit anderen Drittländern auch. Die Briten verlassen die Zollunion und den Binnenmarkt und daraus ergeben sich eben die Änderungen. Ob jetzt mit oder ohne Freihandelsabkommen, zollrechtlich ist das relativ irrelevant. Mir ist das ganz wichtig zu betonen an dieser Stelle, auch wenn das für Sie wahrscheinlich völlig klar ist. Das ist aber längst nicht bei jedem so. Es gibt immer noch die Vorstellung, dass mit einem Freihandelsabkommen alles gut wird, dass der Warenverkehr reibungslos fließen wird. Und davon müssen wir ausgehen, dass das nicht der Fall sein wird. Was ändert sich also ab dem 1.1.? Nun, zum einen, die Briten haben dann ihren eigenen Zolltarif. Zahlreiche Zölle wurden auf null reduziert. Also wenn man sich das anschaut, das basiert auf dem EU-Zolltarif, aber ein bisschen geringer sind die Zollsätze schon. Wie gesagt, zahlreiche Zölle wurden auf null reduziert und Medizinprodukte sind in der Regel zollfrei. Recherchieren kann man das in einem Online-Tool, das die britische Regierung zur Verfügung stellt. Und das sieht dann so aus. Ich habe Ihnen jetzt einfach mal einen Screenshot mitgebracht für bestimmte Produkte. Und da können Sie recherchieren, wie hoch die Zollsätze denn wären ab dem 1.1. Und Sie sehen hier verschiedene Spalten. Der Common External Tariff, das ist im Moment der EU-Zolltarif, der noch gilt zurzeit bis zum 31.12. Denn während der Übergangsphase gehören die Briten ja noch zur EU-Zollunion. Und ab dem 1.1. gilt dann der UK Global Tariff. Und Sie sehen, in diesem Bereich hat es keine Änderungen gegeben. Die Zollsätze sind null. Aber das müsste man natürlich für alle Produkte im Einzelnen nochmal recherchieren. Unabhängig vom Produkt gibt es eine Zollgrenze ab dem 1.1. Das bedeutet auch Zollformalitäten. Und damit auf die Wirtschaft nicht alles auf einmal hereinbricht und damit auch die britische Verwaltung die Chance hat, diese unglaubliche Flut an Zollanmeldungen zu bearbeiten, werden Zollformalitäten und Zollkontrollen in einem 3-Stufen-Plan eingeführt. Sie sehen zwei auf der Folie, 1. Januar, 1. Juli, denn die zweite Stufe ist für Sie nicht relevant. Ab dem 1. Januar die erste Stufe und ab dem 1. Juli die dritte Stufe dann. Das sind für Sie die wichtigen Daten. Also ab dem 1. Januar wird es erstmal so sein, dass keine Vorabanmeldung gemacht werden muss. Das ist im internationalen Warenverkehr vorgeschrieben. Bei der Ausfuhr aus der EU und dann auch bei der Einfuhr ins Vereinigte Königreich. Und die Briten verzichten auf diese Verpflichtung im ersten Halbjahr. Dann wird unterschieden zwischen verschiedenen Warenkategorien. Bei Standardwaren ist es so, und dazu gehören wirklich fast alle Waren, da kann auf die vollständige Einfuhranmeldung verzichtet werden. Es ist ein Anschreiben in der eigenen Buchführung des Importeurs notwendig als Nachweis über den Wareneingang und der Importeur hat dann 6 Monate Zeit, die Einfuhranmeldung nachzuholen bei den britischen Zollbehörden über das entsprechende Zoll-IT-System, eine sogenannte Delayed Declaration. Die zweite Warenkategorie sind kontrollierte Waren, da muss direkt ab Tag 1 eine Einfuhranmeldung abgegeben werden.
Wichtiges Datum ist dann eben der 1. Juli 2021, denn dann muss für alle Waren eine Vorabanmeldung erfolgen und für alle Waren muss auch eine vollständige Einfuhranmeldung abgegeben werden. Und das macht natürlich in der Regel der Importeur. Da ist eben die Frage, in welcher Rolle treten Sie auf? Sind Sie selbst der Importeur, weil Sie beispielsweise vor Ort eine Niederlassung haben oder weil Sie DDP liefern, weil das vertraglich so vereinbart ist? Davon hängt das dann ab, aber im Regelfall sollte der Einführer, der Geschäftspartner mit Sitz im UK sein, der diese Formalitäten übernimmt. Die Medizinprodukte befinden sich nicht auf der Liste der kontrollierten Waren. Allerdings gibt es dadurch, dass sie der Marktüberwachung mit der CE-Kennzeichnung unterliegen, entsprechende gesonderte Vorschriften. Also die britischen Zollbehörden sind zu informieren und unter Umständen werden dann Kontrollen durchgeführt. Wie das Ganze in der Praxis funktionieren soll, das findet sich im sogenannten Border Operating Model. Da möchte ich Sie gerne darauf hinweisen, das ist ein dickes Dokument, das ist wie eine Art Leitfaden, in dem steht, wie der ganze Prozess ablaufen soll in der Praxis. Das enthält eben die Details über das neue Grenzregime und auch relativ produktspezifisch. Auf ein paar Punkte möchte ich Sie da aufmerksam machen an dieser Stelle. Zum einen das Thema Vorbereitungen. Also es gibt wie so eine Art To-Do oder eine Checkliste, die Briten zur Verfügung stellen an die Importeure, was dort alles notwendig ist. Also beispielsweise braucht man eine britische EORI-Nummer, um eine Einfuhranmeldung abgeben zu können. Man sollte vielleicht einen Zolldienstleister beauftragen. Das gilt vor allem für die britischen Unternehmen, die noch nie mit dem Thema Zoll zu tun hatten. Das sind sehr, sehr viele. Das sind fast 150.000 Unternehmen, die bisher nur im Binnenmarkt unterwegs sind. Und die haben natürlich überhaupt nicht die Kompetenz, das selber leisten zu können. Da lohnt es sich, einen Zolldienstleister zu beauftragen. Wie gesagt, in der Regel macht das der Importeur, Ihr Geschäftspartner im UK, außer natürlich, Sie liefern DDP oder Sie haben eine Niederlassung vor Ort und treten selbst als Einführer auf. Dann ist das natürlich auch eine To-Do-Liste für Sie, wo Sie einfach nochmal nachschlagen können, ob Sie in den Vorbereitungen an alles gedacht haben. Wenn Sie keine Niederlassung vor Ort haben, trotzdem aber als Importeur auftreten möchten oder müssen, weil das vertraglich so festgelegt ist, brauchen Sie einen zollrechtlichen Vertreter vor Ort. Das heißt, Sie brauchen in jedem Fall einen Dienstleister mit Sitz im UK, der für Sie die Abwicklung übernehmen kann in Ihrem Auftrag. Kernstück des Border Operating Models sind im Grunde genommen die Darstellungen des Drei-Stufen-Plans, die einzelnen Prozesse für die einzelnen Warengruppen. Da eben interessant, ab 1.1. dieser Standardprozess für die Standardware mit den Vereinfachungen, die möglich sind und ab dem 1.7., wie es dann funktionieren soll. Wichtig ist natürlich nicht nur, was im Hintergrund zolltechnisch passiert, sondern auch, was an den Häfen passieren wird. Also wie soll das alles funktionieren? Und auch das ist relativ gut dargestellt in dem Dokument. Das kann man entsprechend recherchieren. Hinweisen möchte ich Sie, wie gesagt, auf die Güterlisten in Anhang C. Da tauchen Medizinprodukte nicht auf. Es gibt aber für Medizinprodukte gesonderte Anforderungen. Vielleicht haben Sie das schon gemacht, das Border Operating Model sich mal angeschaut und nach Medical Devices gesucht. Das kommt, glaube ich, wortwörtlich so nicht vor. Deswegen übersieht man das relativ leicht. Es gibt, wie gesagt, einen kurzen Abschnitt zum Thema Marktüberwachung, Market Surveillance. Da müssten Sie einmal nachschauen, denn die Zollbehörden müssen vorab informiert werden, dass da Ware ankommt, damit die entscheiden können, ob Kontrollen stattfinden können oder nicht. In Rot auf der Folie sehen Sie die IT-Systeme. Die sind deshalb in Rot, weil die im Moment noch im Testlauf sind. Wobei ich gar nicht weiß, ob der Testlauf überhaupt schon angefangen hat. Aber die sollen eigentlich einsatzfähig sein ab dem 1.1. Und bei diesen IT-Systemen geht es darum, den Warenfluss sicherzustellen. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar, ob das klappt. Deswegen, wie gesagt, in Rot. Zentral ist das erste System GVMS. Und das ist das System, mit dem der komplette Warenfluss mittelfristig abgewickelt werden soll. Ziel ist es, dass ein Fahrer nur noch eine einzige Referenznummer vorzeigen bzw. angeben muss. Dahinter verstecken sich dann alle Informationen über die verschiedenen Sendungen, die auf dem LKW verladen sind. Die werden vorab schon vor Check-in auf die Fähre den britischen Behörden übermittelt. Die Behörden können dann unterwegs schon prüfen, ob der LKW freigegeben werden kann
Und wenn das der Fall ist, bekommt er grünes Licht und kann sich auf den Weg machen zu seinem Bestimmungsort. Das ist noch nicht ab 1.1. in Planung. Am 1.1. soll das erstmal nur für das Versandverfahren notwendig sein und ab dem 1.7. dann für alle Einfuhr. Ja, so sieht das aus im Border Operating Model, die verschiedenen Flowcharts. Da gibt es wirklich für die verschiedenen Produktgruppen verschiedene Flowcharts, für alle Waren, für die kontrollierten Güter. Welche Anforderungen müssen erfüllt werden? Welche Dokumente sind beizubringen? Welche Zertifikate? Welche Datenbanken müssen unter Umständen zur Registrierung genutzt werden? Und das kann man einfach mal nachschlagen, um zu schauen, wie der Prozess dann funktionieren soll. Schauen wir uns die Vereinfachungen mal an, die vom 1. Januar bis zum 30. Juni gelten. Entscheidende Frage ist natürlich, was haben Sie mit Ihren Kunden vereinbart? Also was für Incoterms haben Sie ausgewählt? Es ist natürlich immer eine gute Idee, wenn man DDP vermeiden kann, denn dann sind Sie in der Pflicht, im UK die Zollanmeldung vorzunehmen und gegebenenfalls auch Zölle zu zahlen. Das lässt sich natürlich nicht immer vermeiden, ne? Wenn der Kunde am längeren Hebel sitzt oder weil es einfach passt für Ihr Geschäftsmodell, wenn Sie vor Ort noch eine Niederlassung haben, wenn Sie vor Ort vielleicht auch einfach Lager haben und von dort ausliefern, dann können Sie natürlich selber als Importeur auftreten. Aber ich habe das eben schon mal kurz angesprochen, Sie brauchen in jedem Fall, wenn Sie vor Ort nicht niedergelassen sind, einen zollrechtlichen Vertreter, der dann die Anmeldung für Sie übernimmt. Bei Standardware ist es so, dass es diese Vereinfachung gibt, die Zollanmeldung nachholen zu können. Die notwendig, um die Ware zu bewegen, ist erstmal nur die EORI-Nummer des Importeurs, also die britische EORI-Nummer, die mit GB beginnt. Und der Nachweis über den Eingang der Waren, der wird in der eigenen Buchführung geführt. Um das Verfahren abzuschließen, muss dann eine vollständige Zollanmeldung oder eine ergänzende Zollanmeldung gemacht werden. Dafür hat man 6 Monate Zeit und dafür braucht man auch eine Bewilligung. Also um das Verfahren in Anspruch zu nehmen, braucht man die Bewilligung nicht. Aber um das Verfahren abzuschließen, dann muss die Bewilligung vorliegen. Und wie gesagt, wenn Sie DDP liefern, haben Sie gar keine Chance, das selber zu machen. Und Sie können auch keine Bewilligungen beantragen. Sie können aber natürlich die Bewilligungen Ihres Dienstleisters nutzen. Die alternative Möglichkeit wäre ein Versandverfahren, Absprache mit dem Logistikdienstleister. Das soll dann auch ab dem 1.1. schon über das neue IT-System GWMS erfolgen. Und da wird, wie gesagt, eine Nummer generiert. Die wird schon vor Check-in im Hafen übermittelt. Und der LKW kann dann auf der anderen Seite einfach die Fähre verlassen. Das Versandverfahren wird beendet, entweder in einem Zollamt. Die müssen aber noch gebaut werden, also auf die britischen Behörden kommt noch viel Arbeit zu, da muss noch Infrastruktur entwickelt werden oder beim zugelassenen Empfänger, und die meisten Logistikdienstleister haben eigentlich auch die entsprechende zollrechtliche Bewilligung als zugelassener Empfänger und können selbst die Versandverfahren beenden. Ab dem 1.1. sind wir dann in der dritten Stufe, da ist dann alles anders, da muss eine Vorabanmeldung abgegeben werden und auch direkt die vollständigen Zollanmeldungen. Und wer Vereinfacher nutzen möchte, braucht eine Bewilligung. Also ne, in diesem Standardverfahren braucht man die nicht, aber in diesem Verfahren dann schon. Man hat 2 Möglichkeiten, die hauptsächlich genutzt werden sollen. Das sind die Optionen, die britische Regierung vorschlägt. Das eine ist die vorübergehende Verwahrung, dass man 90 Tage Zeit hat, bevor man eine Zollanmeldung abgibt. Und die Ware befindet sich in der Zeit in einem entsprechend zugelassenen Lager. Was wahrscheinlich eine größere Rolle spielen wird und auch in der Praxis umgesetzt werden wird, ist das sogenannte Pre-Lodgement. Dabei wird dann die Zollanmeldung schon vor Check-in auf die Fähre abgegeben. Und das ist besonders wichtig an den Roll-on-Roll-off-Häfen, weil da einfach sehr wenig Zeit ist. Und damit da der Warenfluss funktioniert, soll das eben schon alles fertig sein, im Grunde genommen, bevor der LKW die Fähre befährt. Und das kommt dann wieder dieses IT-System ins Spiel, wo diese einzige Referenznummer generiert wird. Und hinter dieser Referenznummer verstecken sich dann die verschiedenen Sendungen auf dem LKW. Vielleicht ist ein Versandverfahren dabei, vielleicht ist eine Zollanmeldung schon abgegeben, eine vereinfachte, eine komplette. All das wird sich dann dahinter verbergen. Und damit sind wir beim letzten Thema. Gut zu wissen, habe ich das mal genannt, denn das sind Fragen, das sind allgemeine Fragen, die immer wieder auftauchen. Zum einen die Holzpaletten. Es gibt einen Standard für
Holzpaletten im internationalen Warenverkehr, der muss eingehalten werden. Und wenn die Briten zum Drittland werden, dann gilt es auch für den Warenverkehr mit Großbritannien. Auch da muss dann ISPM 15 eingehalten werden. Dual-Use-Güter, ich bin mir gar nicht sicher, ob das in Ihrer Branche so eine große Rolle spielt. Ich wollte es an dieser Stelle der Vollständigkeit her aber einfach gerne mal übernehmen. Da ist es so, dass man normalerweise eine entsprechende Genehmigung bräuchte. Das hat viel Verwaltungsaufwand, sowohl für die Behörden als auch für die Unternehmen. Und das möchte man natürlich vermeiden. Und deswegen ist hier der Gesetzgebungsprozess auf EU-Ebene schon angestoßen. Die Briten werden ein sicheres Drittland. Die EU nimmt die Briten auf in die Liste der sicheren Drittländer, sodass man keine Einzelgenehmigung braucht, sondern von der allgemeinen Ausfuhrgenehmigung entsprechend profitieren kann. Ja, oft sind Warenlieferungen auch mit Dienstleistungen verbunden. Wenn beispielsweise eine Maschine in Betrieb genommen wird oder repariert, gewartet wird. Und wenn dann Werkzeuge mitgeführt werden, müssen die natürlich auch in der Regel verzollt werden. Das kann man aber vermeiden, wenn man ein entsprechendes Carnet ATA nutzt. Diese Möglichkeit gibt es, wie so eine Art Scheckheft, wo man die mitgeführten Waren dann zollfrei einführen kann, mit einer Sicherheit, die hinterlegt wird. Und das Ganze erfolgt über ihre örtlichen IHKs. Die sind da die Ansprechpartner, um das Carnet ATA nutzen zu können. Unten sehen Sie noch das Thema Rückwaren. Was passiert eigentlich mit einer Ware, die in diesem Jahr noch ausgeliefert wurde und die erst im März zurückkommt? Streng genommen gab es ja gar keine Ausfuhr. Deswegen kann die Ware auch nicht zollfrei als Rückware wieder eingeführt werden. Und auch hier hat man eine Lösung gefunden. Also eine Wiedereinfuhr als Rückware zollfrei ist möglich, unter den gleichen Bedingungen, wie Sie das auch im Warenverkehr mit anderen Drittländern kennen. Wichtig sind natürlich nur die entsprechenden Nachweise, also wirklich gut dokumentieren die Warenbewegungen, damit eben, falls eine Ware zurückkommt, die auch zollfrei eingeführt werden kann. Ja, unten sehen Sie dann noch die TSP. Vor einem Jahr, ja, das ist schon ein bisschen länger her als ein Jahr, da hatten wir noch gezittert, ob es jetzt ein Austrittsabkommen gibt oder nicht. Und die Briten hatten Vorsorge dafür getroffen, wenn es keins gibt, also wenn es einen harten Brexit gibt. Damit sollte der Warenfluss sichergestellt werden und viele von Ihnen, oder vielleicht haben sich einige von Ihnen damals registriert, ich weiß, dass es viele Unternehmen gemacht haben, und da bekomme ich auch immer wieder die Frage gestellt, ob denn diese Nummer noch gültig sei und ob man die überhaupt noch brauche. Und die Antwort ist nein, das Verfahren gibt es nicht mehr. Es gibt ja stattdessen diesen 3-Stufen-Plan mit der Zollanmeldung, die nachgeholt werden kann. Ja, die letzte Kachel ist die EORI-Nummer. Das ist viel Verwirrung im Moment, denn Sie werden überall lesen, Sie brauchen eine EORI-Nummer und die EORI-Nummer wird ungültig. Und da möchte ich das einmal ein bisschen aufdröseln. Die Frage ist, brauchen Sie eine britische EORI-Nummer? Und das kommt wirklich drauf an, auf Ihre vereinbarten Incoterms bzw. Ihr Geschäftsmodell. Also wenn Sie selbst für die Importverzollung im UK verantwortlich sind, dann brauchen Sie eine britische EORI-Nummer. Ansonsten brauchen Sie die nicht. Und damit sind wir beim zweiten Themenblock, dem Marktzugang. Und da möchte ich ein bisschen was vorwegschießen. Das, was ich Ihnen heute vorstelle, ist der Stand vom 4. November. Dann wurde der Leitfaden zum letzten Mal aktualisiert, beziehungsweise ich habe heute Morgen nochmal nachgeschaut. Der ist tatsächlich gestern nochmal aktualisiert worden, aber da sind nur ein paar Links eingefügt worden. Wichtig zu wissen ist, dass der Gesetzgebungsprozess im UK noch nicht abgeschlossen ist. Damit ist zu rechnen im Laufe des nächsten Jahres. Und alles, was ich Ihnen jetzt vorstelle, das gilt für England, Schottland und Wales. Für Nordirland wird es Sonderregeln geben, denn Nordirland gehört ja laut Austrittsabkommen beziehungsweise Nordirland-Protokoll des Austrittsabkommens weiterhin zum Binnenmarkt für Waren. Das Wichtigste auf einen Blick: Es gibt eine Übergangsfrist für die CE-Kennzeichnung bis zum 30. Juni. Gleichzeitig gibt es ab dem 1.1. schon das neue UKCA-Label. Das ist aber noch keine Pflicht. Pflicht wird es dann erst ab 1. Juli 2023. Pflicht ist aber eine Registrierung bei den zuständigen Behörden schon ab dem 1.1. Und da ist es dann abhängig vom einzelnen Produkt, wie lange man dafür Zeit hat. Das zeige ich Ihnen gleich noch. Wer als Hersteller keine Niederlassung in Großbritannien hat, der muss eine verantwortliche Person benennen. Diese verantwortliche Person hat dann entsprechende Pflichten gegenüber der zuständigen Behörde.
Das schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Also die CE-Kennzeichnung, die gilt bis zum 30. Juni 2023, solange wird die anerkannt. Und das gilt auch für die Konformitätsbewertung von benannten Stellen mit Sitz in der EU. Die Voraussetzung ist, dass die zurzeit geltenden EU-Vorschriften eingehalten werden. Das sind die Richtlinien, die Sie kennen. Das sind die Richtlinien, die umgesetzt wurden in britisches Recht durch das UK MDR aus 2002. Was die Briten nicht mehr übernehmen, sind die neuen Verordnungen, die jetzt sukzessive in Kraft treten werden. Die werden nicht mehr übernommen in britisches Recht. Aber Produkte, die zertifiziert werden gemäß der neuen Verordnungen, die werden noch anerkannt, zumindest während der Übergangsphase bis zum 30. Juni 2023. Das sind die Fristen für die Registrierung. Da sehen Sie, Sie haben bis 1. Mai, 1. September oder 1. Januar Zeit, abhängig von den Produkten, und die zuständige Behörde ist MHRA. Da möchte ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, denn wer übernimmt die Registrierung? Das macht entweder der Hersteller selbst oder, wenn Sie keine Niederlassung vor Ort haben, dann müssen Sie einen Vertreter benennen, also eine verantwortliche Person. Und das kann natürlich auch der Importeur oder der Händler sein, der kann diese Rolle übernehmen. Also, die verantwortliche Person hat die Pflicht, die Registrierung vorzunehmen innerhalb der genannten Fristen. Es muss sichergestellt sein, dass Konformitätsbewertung, technische Dokumentation, also alles, was die Behörde anfordern könnte, entsprechend vorliegt. Der Vertreter ist dann Ansprechpartner für die zuständige Behörde, wenn es zu Überprüfungen kommt, wenn Dokumente angefragt werden und natürlich auch, falls es zu schwerwiegenden Vorkommnissen kommt, wenn Sicherheitskorrekturmaßnahmen eingeleitet werden müssen. Und da ist er natürlich auch immer der Link zwischen der Behörde und dem Hersteller. Ab 1. Januar gibt es dann das neue UKCA-Label. Die wird die CE-Kennzeichnung in Großbritannien mittelfristig ersetzen. Und wie gesagt, erstmal ist die noch freiwillig und die ist erst Pflicht ab dem 1. Juli 2023, nämlich dann, wenn die Übergangsfrist für die CE-Kennzeichnung ausläuft. Inhaltlich ist es so, dass die technischen Anforderungen und die Konformitätsbewertung erstmal identisch sind, aber auf dem alten Stand, also auf der UK Medical Device Regulation aus 2002, die die alten Richtlinien umgesetzt hat. Und wie gesagt, die neuen Verordnungen, die werden dann nicht mehr im britischen Recht umgesetzt, sondern es wird ein eigenes Regime, Registrierungs-, Regulierungsregime geben für Medizinprodukte. Und die neue Gesetzgebung ist in Planung, beziehungsweise die ist schon im Gesetzgebungsprozess drin. Ich glaube, die sind mittlerweile sogar schon in der dritten Lesung. Das ist ja dann, es geht ja so ein Hin und Her zwischen dem Oberhaus und dem Unterhaus. Und im Moment ist es im House of Lords und wird aber nochmal Änderungen unterzogen. Und wir werden dann sicherlich Anfang des Jahres wissen oder Mitte des Jahres wissen, wie das neue Regime aussehen wird. Zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir davon ausgehen, dass eine Zertifizierung durch eine externe Prüfstelle, wenn die vorgeschrieben ist, von einer benannten Stelle mit Sitz in Großbritannien ausgestellt werden muss. Und die bisherigen UK Notified Bodies unter der EU-Regulierung, die bekommen einfach ein neues Label, die werden dann umbenannt in UK Proof Bodies, aber das sind die gleichen wie vorher. Und Prüfinstitute mit der EU, die können keine Konformitätsbewertung für das UKCA-Label ausstellen. Das ist der aktuelle Stand. Es ist natürlich möglich, dass man sich im Freihandelsabkommen noch darauf einigt, dass es eine gegenseitige Anerkennung gibt und die im Freihandelsabkommen aufgenommen wird. Aber da geht es dann nicht um die Anerkennung der Standards, sondern es geht um die Anerkennung der Zertifikate, die von einem Prüfinstitut mit Sitz in der EU ausgestellt wurden. Aber die Prüfung erfolgt gemäß der neuen Vorschriften des UKCA-Labels und der neuen Gesetzgebung, die da im Moment noch in Planung ist, beziehungsweise im gesetzgeberischen Prozess. Damit komme ich zum Schluss. Es ist nicht mehr lange. Schließen Sie Ihre Vorbereitungen ab, denn die Änderungen kommen so oder so ab dem 1.1., egal ob jetzt mit oder ohne Freihandelsabkommen. Falls es Zölle gibt, ich glaube, im Medizintechnikbereich ist es nicht so ein Problem, aber man kann es auf jeden Fall überprüfen in dem Online-Tool.
sollte das auch tun, um sicher zu gehen, um auch dann vereinbaren zu können, wer denn dafür die Kosten trägt. Vielleicht muss da nochmal eine Vertragsanpassung gemacht werden. Das gilt auch für das Thema Zollformalitäten, wo ganz klar abgeklärt werden muss, wer ist Importeur, welche Incoterms haben Sie denn vereinbart. Und Papier ist natürlich auch geduldig. Da ist die Frage, weiß denn jeder, was er zu tun hat? Sind die Pflichten geklärt? Sind die Verantwortlichkeiten geklärt? Nur weil Sie das mal vereinbart haben, weiß es der Kunde im UK im Zweifelsfall nicht. Ich stelle das im Moment immer wieder fest, dass Unternehmen anrufen und ein bisschen verwirrt sind, welche Informationen der Kunde im UK alles haben möchte von den Exporteuren hier mit Sitz in Deutschland. Und dabei stellen wir ganz oft fest, das sind eigentlich Informationen, um die der Importeur sich kümmern muss. Aber weil es dort eben so viele Unternehmen gibt, die noch keine Zollerfahrung haben, wissen die das selber gar nicht. Und das muss natürlich dann alles entsprechend abgeklärt werden und vorbereitet werden, dass dort die Informationen vorhanden sind, um überhaupt importieren zu können und den Prozess abschließen zu können. Also vor dem Hintergrund sprechen Sie mit Ihren Dienstleistern, vor allem mit den Geschäftspartnern im Vereinigten Königreich, damit der Warenfluss funktioniert ab 1.1. Und alles, was ich Ihnen jetzt gerade erzählt habe, das gibt es natürlich auch in offiziell und ausführlich von den entsprechenden Stellen, von der EU-Kommission und natürlich auch von der britischen Regierung. Und Sie bekommen ja im Nachgang die Folien und haben dann entsprechend nochmal die Möglichkeit, das in den Originalquellen für sich zu recherchieren. Ja, damit komme ich zum Schluss. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Stefanie. Das ja für die wirklich sehr gute Zusammenfassung, auch jetzt die Tipps noch am Ende. Ich hole jetzt unsere beiden Sprecher auch einfach nochmal dazu, damit wir jetzt ihre Fragen beantworten können. Wir haben hier jetzt noch 10 Minuten Zeit. Ja, und in der Tat haben wir einige erhalten. Ich muss hier noch kurz ein bisschen filtern. Aber ich kann ja schon mal beginnen mit einer Frage an Marc, an dich, glaube ich. Und zwar bezog sich das auf deine Präsentation. Dort war die Frage, ob die Fitch-Prognose für den Medizintechnikmarkt laut Quelle ja von 2019 auch die den Corona-Knick schon mit sozusagen beinhaltet. Ja, danke für die Frage. Das zeigt, wie präzise die Slides gelesen werden. Finde ich sehr gut. Ich habe auch nochmal nachgeschaut. Die Prognose ist von September 2020, das heißt, sie ist aktuell. Und dass die Prognose mit 2019 startet, ist natürlich der Sache geschuldet, dass man Ausgangsniveau braucht. Und deswegen 2019. Aber die Prognose ist aktuell und berücksichtigt auch die aktuelle Corona-Lage. Danke. War mir eigentlich auch, du hattest das ja auch in deinem Vortrag so mit gesagt, aber in der Tat manchmal, wenn man gerade die Folien danach nochmal anschaut, ist das gut, dass das nochmal klargestellt ist. Ich bleib auch jetzt erstmal noch bei dir, damit Steffi noch ein bisschen Pause hat. Eine Frage kam auch gleich am Anfang rein, und zwar, ich denke, das ist grundsätzlich eine sehr interessante Frage, und zwar wird ja eigentlich fast immer nur vom NHS, dem öffentlichen Gesundheitssystem, gesprochen. Und welche Rolle spielen eigentlich private Gesundheitsdienstleister und auch vor allem, was die Marktchancen für deutsche Unternehmen angeht? Ja, also das ist, danke auch für die Frage. Das ist wirklich ein sehr wertvoller Hinweis, weil die privaten Gesundheitsdienstleister hier im Moment auch eine große Rolle spielen und auch verhältnismäßig gut durch die Krise gekommen sind. Die privaten Gesundheitsdienstleister hier sind eigentlich sehr stark ausgerichtet auf internationalen Gesundheitstourismus, der auch nach London natürlich vorwiegend stattfindet. Und es geht auch um natürlich Dienstleistungen für den NHS, die outgesourced werden. Gerade dieser Gesundheitstourismus ist natürlich eingebrochen in der Corona-Zeit, und in der Zeit haben viele private Dienstleister zum Selbstkostenpreis für den NHS gearbeitet, aber jetzt mit dem Abklingen von Corona dann im nächsten Jahr mal schauen, wie sich das entwickelt. Sicherlich nicht im ersten Halbjahr, sondern erst im zweiten Halbjahr. Aber dann wird es auch wieder den Gesundheitstourismus geben, vor allen Dingen aus dem Nahen Osten. Das ist natürlich ein sehr Brexit-robustes Geschäft, weil da die Zollgrenze keine Rolle spielt. Und dann ist es, das ist das eine Feld. Und das andere Feld ist das Thema lange Wartelisten im NHS. Auch das wird dazu führen, dass
mehr Patienten private Gesundheitsdienstleister nutzen werden. Ein anderer praktischer Vorteil ist auch bei den privaten Gesundheitsdienstleistern, dass die natürlich nicht so aufwendige Beschaffungsprozesse haben wie der NHS. Deswegen lohnt sich da auch der Blick auf die privaten Dienstleister. Danke. So viel dazu. Ja, danke. War mir auch noch nicht so bekannt, dieses Thema. Ich würde jetzt tatsächlich auch mal springen zu Stefanie. Eine Frage haben wir erhalten, die ist, glaube ich, relativ schnell zu beantworten. Und zwar, was kontrollierte Waren sind und ob du da vielleicht ein Beispiel für hättest. Ja, das habe ich gerade völlig vergessen, weil ich das schon so oft erzähle. Kontrollierte Waren, das sind unter anderem verbrauchsteuerpflichtige Güter und eine ganze lange Liste an anderen Gütern, die bestimmten Bestimmungen unterliegen, beispielsweise bestimmte Chemikalien oder Rüstungsgüter. Und in dem Border Operating Model, was ich erwähnt hatte und was auch verlinkt ist in den Folien, da finden Sie in Annex T eine ganze lange Liste mit allen Gütern, die in die kontrollierten Waren fallen. Und weil Medizinprodukte jetzt der CE-Kennzeichnung unterliegen, wird da eben, wie gesagt, Marktüberwachungsbehörden eine gesonderte Rolle spielen, gelten für die auch nochmal gesonderte Anforderungen. Und das findet man auch wiederum im Border Operating Model in einem ganz kurzen Abschnitt. Danke. Jetzt muss ich kurz in meine Notizen schauen, weil die Frage etwas länger ist. Aber ich denke, wir sollten sie trotzdem stellen. Und zwar, Medizinprodukte unterliegen unter anderem auch anderen EU-Richtlinien, wie zum Beispiel der Maschinenrichtlinie oder Funkrichtlinie, die ebenfalls eine CE-Kennzeichnung vorschreiben. Da gibt es offensichtlich kürzere Übergangsfristen für die Anerkennung. Und jetzt ist halt die Frage, Moment, jetzt muss ich ganz kurz nochmal schauen, dass diese, welche Frist dann im Endeffekt gilt. Nach dem Kenntnisstand jetzt hier des Fragestellers ist die Frage noch nicht geklärt. Hast du da schon was Neueres? Also die Frage ist mir ehrlich gesagt auch noch nicht untergekommen. In der Guidance, also im Leitfaden der britischen Behörden, steht, auf welche Richtlinien sich denn die Übergangsfristen für Medizinprodukte beziehen. Und das sind eben die drei bekannten Medizinprodukte-Richtlinien und die neuen Verordnungen. Für die Produkte, die unter diese Richtlinien fallen, gilt die Übergangsfrist. Und ich würde jetzt einfach mal im Umkehrschluss sagen, ein Produkt, das unter eine andere Richtlinie fällt oder eine andere Verordnung, für die gelten dann auch die kürzeren Fristen. Das müsste man vielleicht im Einzelfall nochmal klären. Es gibt Kontaktadressen, die werden natürlich im Moment überschwemmt mit Anfragen. Aber wir haben bisher die Erfahrung gemacht, irgendwann kommt dann eine Antwort. Da würde ich einfach empfehlen, sich an die entsprechenden britischen Stellen zu wenden. Ich habe den Leitfaden über die Medizinprodukte der britischen Regierung auch verlinkt und dort unten sind die entsprechenden Kontaktdaten angegeben. Danke. Ich möchte gleich nochmal sagen, dass wir wahrscheinlich nicht alle Fragen beantworten werden. Wir werden uns versuchen, an den Zeitrahmen zu halten. Wir machen das aber immer so, dass wir im Nachgang allen Teilnehmern dann nochmal persönlich kontaktieren und die Frage beantworten. Ich würde jetzt auch gerne nochmal so ein bisschen eher in den Bericht von Marc, von dir gehen, und zwar nochmal Corona. Und zwar, ja, vor allem jetzt hier ganz klar die Produktgruppe Beatmungsgeräte, die waren ja doch weltweit knapp. Deutschland ist da ja gut aufgestellt eigentlich. Wie wurde das Problem in den UK gelöst? Zu Beginn der Krise gab es ja den großen Run auf Beatmungsgeräte und auch hier war relativ schnell klar, dass es zu wenig Beatmungsgeräte gibt und zu wenig Intensivbetten. Und die Regierung musste da also innerhalb von 1 bis 2 Monaten 20.000 Geräte beschaffen. Da gab es also in der Zwischenzeit sogar ein paar Notimporte, sogar von der deutschen Bundeswehr, aber das hat natürlich alles nicht ausgereicht. Es gibt im Land eigentlich nur zwei Hersteller, Pendlon und Smith Medical, aber auch die konnten in dieser kurzen Zeit diese Geräte nicht herstellen. Und da wurde innerhalb kürzester Zeit ein Industriekonsortium aufgebaut in der sogenannten Ventilator Challenge. Diese Unternehmen, die haben dann ihre eigenen Produktionsstraßen umgebaut und haben dann Beatmungsgeräte für Pendlon und Smith Medical hergestellt. Also
Beteiligt waren da auch völlig branchenfremde Firmen, also wie Airbus oder auch Rolls-Royce, Bosch, Siemens Healthineers. Und so konnte dann auch der Bedarf gedeckt werden. Und am Ende wurden dann nur 15.000 Geräte benötigt. Aber insgesamt war das nur möglich, eben weil diese Unternehmen, die sich daran beteiligt haben, sowieso schon aus einem Cluster stammen, das an agilen Produktionsverfahren forscht. Und deswegen war das möglich. Also diese UK Ventilator Challenge ist also außergewöhnlich positives Beispiel aus der Corona-Krise und zeigt, wie agil auch die britische Industrie da ist. Also ein sehr positives Beispiel. Okay, danke. Jetzt würde ich gerne nochmal zurückspringen zu den Fragen zu Zoll und Zulassung. Ich habe jetzt gerade noch eine reinbekommen, die vielleicht relativ schnell zu beantworten ist, und zwar, wie umgegangen wird mit CE-markierten Medizinprodukten, die tierische Inhaltsstoffe enthalten, ob da auch eine Veterinärkontrolle beim Import nach UK nötig ist. Und falls das zu speziell ist, gerne auch wir für später verschieben, Stefanie. Also der Punkt ist, dass wir viele Dinge noch nicht wissen und die Frage ist schon mehrmals aufgetaucht und wir haben auch eine große Veranstaltung mit den britischen Behörden gehabt, wo britische Behördenvertreter das alles auch im Detail nochmal dargestellt wurden. Und ich weiß, dass die Frage auch dargestellt wurde in dieser Veranstaltung und ich habe da bis heute keine Antwort erhalten. Das ist die ehrliche Antwort. Ich kann es Ihnen nicht sagen und ich habe auch selber versucht, das zu recherchieren. Ich habe nichts dazu gefunden. Danke. Ich hätte auch noch mal eine Frage, die tatsächlich eher so ein bisschen ins politische Terrain geht. Und zwar, du hast es ja erwähnt, andere Regeln für Nordirland. Kann man das kurz zusammenfassen, wie die aussehen oder dann doch lieber schriftlich? Nee, glaube ich, kann man ganz gut zusammenfassen. Also zollrechtlich gehört Nordirland weiterhin zur EU. Also es ist so juristisch ganz kompliziert, aber in der Praxis wird es so sein, Lieferungen nach Nordirland werden weiter wie innergemeinschaftliche Lieferungen behandelt. Wenn die über UK gehen, muss man ein Versandverfahren machen, weil UK gehört natürlich nicht mehr zur Zollunion, aber wenn die über Irland gehen, braucht man das eigentlich nicht. Und vom Zulassungsfragen ist es so, dass UKCA wirklich nur in Großbritannien gelten wird und in Nordirland wird weiterhin die CE-Kennzeichnung gelten und auch diese neuen Verordnungen, die jetzt demnächst in Kraft treten werden, beziehungsweise die zur Anwendung kommen werden, die werden ja nicht mehr übernommen in britisches Recht, aber für den nordirischen Markt werden die gelten. Danke. Gut, dass wir das auch nochmal besprochen haben. Ich würde vielleicht noch eine Frage einschieben, weil du hattest mir schon signalisiert, dass du da kurz einen Hinweis geben kannst. Ansonsten, wie gesagt, würden wir den Rest dann später schriftlich an Sie senden. Die Frage lautet jetzt, und zwar geht es um die Regularie von 2002, die im House of Lords ist. Die Anforderung eines UK-Reps ist also noch nicht im Gesetz verankert und nur in der Guidance des MHRA enthalten. Auf welcher regulatorischen Basis kann man dann einen Vertrag für den UK-Representative machen? Ja, das stimmt. Das ist noch im Gesetzgebungsprozess. Allerdings ist die Empfehlung im Leitfaden tatsächlich, man soll das so schnell wie möglich machen. Also nicht lange abwarten, weil so viele gibt es davon auch gar nicht. Die sollte man schon beauftragen. Und ich glaube, dass diejenigen, also es gibt ja einfach Dienstleister, die das anbieten, als verantwortliche Person entsprechend aufzutreten. Und ich vermute mal ganz stark, dass die das schon wissen, beziehungsweise dass die dann eine Idee haben, wie man das angehen sollte. Und da würde ich tatsächlich versuchen, mit dem Dienstleister in Kontakt zu treten und zu schauen, wie die das regeln. Denn in irgendeiner Form wird es da schon Blaupausen für geben, da bin ich ganz sicher, weil die Dienstleistung wird ja schon angeboten. Okay, danke. Genau, ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Schlusswort. Schauen Sie sich nicht sich an Dienstleister zu wenden. Ich denke, gerade in dem Übergangsprozess ist das durchaus sinnvoll. Ja, und natürlich bleiben Sie auch bei uns auf dem Laufenden. Herr Marc, du hattest ja schon erwähnt, dass wir ein weiteres Webinar anbieten, Brexit Update 3 medizintechnisch sozusagen. Das wird dann wahrscheinlich im Februar erfolgen und zwar dort dann nochmal ganz konkret zu den Fragen Zugang zum NHS, aber auch Marktzulassung und wir nehmen auch gerne Ihre Fragen jetzt, also die Sie vielleicht auch im Nachgang noch haben, dort mit auf. Sie
Wir werden Sie auch über die bekannten Kanäle natürlich informieren, dann, wenn das Webinar angesetzt ist. Hier nochmal die wichtigen Links für den heutigen Zusammenhang, die GTAI-Brexit-Seite, die Seite des Zolls und unsere Seite der Exportinitiative Gesundheitswirtschaft. Und ja, ich bedanke mich bei Ihnen heute und kann auch gerne nochmal an die beiden Referenten übergeben, dass sie sich nochmal von Ihnen verabschieden. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Ja, auch von mir vielen Dank für die Aufmerksamkeit und viel Erfolg mit dem Brexit. Ja, danke auch von meiner Seite und alles Gute. Ja, tschüss. Tschüss.